Willkommen zu einem neuen ultra-legendären Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Geschichte von Diablo 4. In diesem Let's Play geht es wirklich nur um die Story, also kein Grind, kein Leveln, kein Looten, sondern ich möchte euch da draußen die Geschichte näher bringen. Ich finde, Lilith ist eine unglaublich interessante Figur und dementsprechend bin ich gespannt auf die Story. Ansonsten gibt es auch hier ein super mega fettes Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Boostbox CSL. Verlosen wir nicht nur Diablo 4, sondern auch die passende Grafikkarte dazu, nämlich eine Nvidia GeForce MSI RTX 4070. Die könnt ihr gewinnen, ganz easy, einige werden es ja kennen. In der Beschreibung dieses Videos findet ihr einen Link zum Newsletter. Dort einfach nur registrieren und schon seid ihr mit dabei. Das Ganze geht bis zum 20.06. Dann ist das Gewinnspiel vorbei und ihr werdet direkt über die E-Mail, die ihr dort eintragt, kontaktiert über CSL. Für die Menschen, die schon mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht haben, ihr bekommt keine weitere Verifizierungs-E-Mail, einfach eintragen und ihr seid mit im Lostopf. Für die Menschen, die zum allerersten Mal mitmachen, ihr bekommt eine Verifizierungs-E-Mail, einfach nur bestätigen, dass die E-Mail-Adresse gültig ist, dass sie echt ist, das ist ein Klick und schon seid ihr dann auch mit im Lostopf. Wir starten jetzt das Let's Play, bewerten, kommentieren, ich würde mich sehr freuen, eure Meinung zu Diablo 4, seid ihr gehypt, werdet ihr es euch holen oder werdet ihr sagen, nee, Diablo ist nicht mein Ding. Schreibt's mal in die Kommentare, ich bin neugierig und jetzt starten wir mit der Story. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanctuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs.
Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. So, und da sind wir drin im Game. Okay, den Bereich kennen wir schon, weil wir haben ja die Beta gespielt. Damals nur im Stream, noch nicht hier auf dem Kanal. Aber auf dem Zweitkanal findet ihr Gameplay zur Beta. Da haben wir die umfangreich gespielt. Mehrere Stunden, also da findet man eine Menge Content. Da habe ich den Barbaren gespielt und einmal den Totenbeschwörer. Und jetzt dachte ich mir, hey, Druide, warum nicht? Den mochte ich eigentlich schon ganz gerne in Teil 2. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Und ich finde es sehr, sehr geil, dass er wieder zurück ist. Boah, die deutschen Stimmen habe ich auch noch gar nicht gehört, ne? Weil die Beta hat ja nur die englische Synchro. Deswegen kenne ich ihn noch gar nicht. Aber ich muss sagen, die englischen Originalstimmen sind unglaublich gut. Und ich bin ja jemand, ich verteidige eigentlich immer die deutsche Synchro. Weil die im Regelfall auch eigentlich immer sehr gelungen ist. Aber die englischen Sprecher, die haben so eine geile, kernige, markante Stimme. Da wird es dann doch sehr schwer ranzukommen. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. So, hier ist noch einer. Wir kloppen die mal alle weg, weil am Anfang brauche ich schon ein bisschen leveln. Wir spielen auch auf Veteran, damit es ein bisschen knackiger ist. Weil leicht, da steppst du so easy durch, da mähst du so alles weg. Und hier bekommst du wenigstens ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Obwohl ja Experten meinen, es lohnt sich nicht, auf Veteran zu spielen, weil der Bonus zu niedrig ist und der Zeitverlust zu hoch. Wenn man richtig upgrinden will, spielt man auf leicht. Und mäht halt so schnell wie möglich durch, denn, ja, Zeit ist wohl wichtiger. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen! Überall! Reißzähne in der Dunkelheit! Ah, er hat mich gebissen! Vorsicht! Er ist wild! Was geht da ab? Was geht es euch an? Oswin, seid still! Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen! Töten uns alle! Töten uns alle! Ruin? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Na, da bin ich ja mal gespannt. Alte Babuschka! Ey, wir sehen auch aus wie etwas so ein Held Böses aus den 70ern. Sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. So ein richtiger Kenny Loggins-Style. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Ich sehe aus wie ein 70er-Jahre Kenny. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse in diesen Ruinen ist ein Affront gegen die Natur. Ich werde die Dinge bereinigen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Der alte Baumschmuser muss es richten. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Ein wärmendes Feuer. Gibt es in dieser Welt doch noch was, wofür man dankbar sein kann? Mhm. Ne, hier oben ist ein Waffenhändler und wir holen unsere erste Fähigkeit. Diablo, alle Teile gespielt. Als Let's Play gibt es ja auch Teil 3 auf dem Kanal. Sogar mit der Erweiterung haben wir damals alles Let's Played. War aber auch noch eine andere Zeit. Ne? Da waren die Leute noch richtig begeistert von solchen Spielen. Ich weiß noch, wie gut das lief. Wie gut einfach Diablo 3 lief. Wie die Leute da wirklich die Story genießen wollten und sich da gefreut haben, dass da jemand das quasi aufnimmt. Das ist so eine verrückte Zeit, ne? Wenn du heute nachdenkst, heute kriegst du Buhrufe, wenn du was machst. Früher haben die Leute dich bejubelt und haben sich gefreut. Geil, jemand, der Diablo für mich durchspielt. Ich habe keine Zeit, keine Nerven. Schön, dass das jemand für mich macht. Grafisch, finde ich, sieht das Spiel richtig nice aus. Mir gefällt das. Für ein Diablo absolut ausreichend. Wir spielen auch auf dem PC. Ich weiß gar nicht, nimmt man seinen Fortschritt mit auf andere Plattformen? Weil dann würde ich sogar dieses Spiel, ich spiele sehr, sehr wenig Switch,
weil ich aber nicht die Zeit habe. Aber das wäre dann sowas, da würde ich es mir nochmal für die Switch holen, nur um unterwegs grinden zu können, wenn ich mal irgendwo, irgendwann unterwegs sein sollte. So, die Items am Anfang sind auch alle völlig egal, ne? Das ist erstmal alles total banal. Das juckt erstmal gar nicht. Schwupps. Schwupps. Die Gegner hier skalieren mit uns. Bedeutet also, wenn ich jetzt beschließen sollte, einfach ein bisschen zu grinden, ein paar Dungeons zu machen, ein paar Random Dungeons, dann ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie in der Story total overpowered bis zum geht nicht mehr bin, sondern wir... Moment. Zack. Sondern wir sind dann halt in der Story auch bei entsprechend schwierigeren Gegnern. Bam, bam. Angeblich der beste Angriff, was wir hier gerade spielen. Zumindest in der Beta. Hier dieser Blitzangriff soll richtig strong sein. Ist meine erste Runde mit ihm. Aber er fetzt gut rein, ne? Also man merkt, die Gegner kippen und wir spielen halt auf Veteran. Aber die Gegner, die kippen um wie die Fliegen hier. Finde ich schon mal sehr gut. Also in der Beta hat mich die Story schon mal sehr angefixt und ich fand es auch ziemlich geil, dass es hier sehr viele cineastische Cutscenes gibt. Je nachdem, wie schnell wir uns jetzt hier durchmetzeln, kommen wir noch zu einer, die sehr gelungen ist. Boah. Bruder! Blauer Gegenstand. Ich glaube, die Reihenfolge ist blau. Zumindest was, Items angeht, die man trägt. Es gibt ja noch Materialien. Unter anderem, da gibt es auch lila bei den Materialien. Aber lila gibt es, glaube ich, bei den Items, die man trägt, nicht. Blau, gelb, orange ist, glaube ich, die Stufe. Uiuiuiuiui. I like this, my friend. So, ich bin auch schon wieder gelevelt. Geht ja so schnell hier, so zackig. Joa, erstmal den Standard-Skill ausbauen. Innere Dunkelheit. Durchsucht die Tiefen der Ruine des Frostgeheuls. Aber wie schnell man auch Level 4 ist. Auch so, der Grind macht richtig Bock. Richtig edel. Spams, spams, spams. Hau den Schamanen zu Brei. Viele bemängeln ja, dass man nicht mehr so diese klassischen Tränke mit sich rumschleppt. Ich glaube, Mana-Tränke gibt's gar nicht. Und man hat halt nicht mehr diese Trankwirtschaft, die man noch in den Vorgängern hatte. Alter, was steckt der weg? Besonderer Dude. Schamanen beschwören halt immer wieder diese Kleinen hier. Ich weiß gar nicht, ob die Kleinen Erfahrungspunkte geben. Ich glaube immer direkt auf den Schamanen drauf. Putz. Ah, wäre nett, wenn wir Level 5 sind, bevor wir hier zum Boss kommen. Das wäre sehr, sehr nett, wenn wir das hinbekommen würden. Haut mal die Horden raus. Okay, schauen wir mal rein. Das hier ist besser als das, was wir tragen. Im Moment ist eh jedes Item quasi ein bisschen besser. Also bei den blauen Items muss man da nicht unbedingt ins Detail, finde ich. Weil die wechselst du ja so schnell durch. Meines Erachtens einfach
einfach einmal alle zwei Level durchwechseln und dann halt wirklich gucken, dass man gelb und hochwertigere Sachen bekommt. Da kann man sich dann so ein bisschen die Details durchlesen. Moin! Nicht Level 5 geworden. Na, schade. Der gibt mir jetzt schon. Der wird nicht easy. Ich bin noch nicht bereit. Alter, Alter. Yo, yo, yo. Gib ihm. Ja, und wieder seine Schergen. Ist halt wichtig, wenn du Totenbeschwörer spielst, ne? Da brauchst du solche Schergen. Okay, ich muss aber sagen, der Blitzangriff, der zwiebelt. Lady Nature. Alright. Ich glaube, diese Heildinger verschwinden auch mit der Zeit. Deswegen hauen wir jetzt noch die hier schnell zu Brei. Boah, da gibt er mir Schelle from behind. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, kriegen wir hin. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Achtung. Ja, das kriegen wir definitiv hin. So, holen wir uns ganz schnell noch wieder den Trank. Der vernarbte Baron. Drauf. Drauf. Nice. Und was gibt's? Beinschutz. Und eine Hacke. Eine einhändige. Ja, das war Locky Flocky. Ihr seid zurück. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unseren Retter! Oh.
Beim Blut der Mutter, beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Alter. Wie krank das aussieht, ne? Alright. Ein Wanst. Gib her das Ding. Oh, Moment. Den kann man looten. Yep, ist ein nettes kleines Dorf. Mama Lilith. Stannis, alte Nudel. Wärst du lieber mal hinter deinem Dresen geblieben. Jetzt bist du tot. Und Vani. Die Dorfmutti. Jetzt seid ihr gesegnet wie wir. Das waren alle. Wenn es das Licht so will. Wahnsinnig. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Die irre alte Vani. Na gut. Dann schauen wir uns mal die Kapelle an, was sie da drin getrieben haben, ha? Boah, der Händler ist auch tot. Den mussten wir auch niedermetzeln. Aber seine Waren durften wir nicht stehlen. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Thank you.
Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Ah, ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Ziemlich krasse Szene, oder? Ich habe den Dorfpriester gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten, aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kjovashat, dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Nennt sie nicht so.
Sie ist ein Dämon, Lilith. Die Predigten sagen, dass sie sich als Mutter von Sanctuario ausgeben wird. Wenn sie hier ist, dann war es die Sünde der Menschen, die sie hergeführt hat. Er umgibt sich mit dunklem Wissen. Seid vorsichtig und betet, dass er nicht auch Lilith zum Opfer gefallen ist. Alright, das Wetter ist immer noch mies. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Herz der Wildnis. Raubtierinstinkt. Gewittersturm. Tornado. Pulverisieren. Ah, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich kenne die ganzen Fähigkeiten noch nicht. Learning by doing. Kriegen wir schon irgendwie alles raus. So, hier ist die Karte. Und ich denke mal, wir müssen oben rum durch. Ja, bis jetzt muss ich sagen, hier der Donnerangriff, der Blitzangriff, finde ich nice. Finde ich sehr, sehr gut. Ich habe schon die Version gespielt mit einem Nekromanten im Stream. Und auch auf Veteran natürlich. Und ich muss sagen, der Nekromant, der hat sich schwerer getan. Der hier hat deutlich härter reingewamst. Der hat durchgemetzelt. Na gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Denkt ans Gewinnspiel. Link dazu in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen und tschüss.